Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Vlog hinter der Kamera. Der Sebastian im Schnitt, mein Sohn Tion. Es geht auf den Founder Summit nach Wiesbaden. Wir sind jetzt gerade hier noch den Tesla ein bisschen am Laden und der ganze Vlog mit dem iPhone. Aber das wird trotzdem sehr, sehr geil, weil ein krasser Filmemacher hinter der Kamera. No pressure, ne? Also wir brauchen geile Sequenzen. Ich habe am Sonntag meinen Vortrag. Und heute ist Samstag, bin mal gespannt, wen wir alles treffen. Wir nehmen euch noch so ein bisschen mit, dass ihr da so ein paar Einblicke habt. Und das Geile ist beim Founder Summit, Freunde, ich war das erste Mal, ich glaube auch auf ihrem zweiten Event dabei. Damals nur ganz wenige Speaker, Dirk Reuter, Laura Seiler, Tobias Beck. Ich war als Speaker mit dabei. Also was für eine Zusammenstellung. Und jetzt irgendwie gefühlt 100 Speaker, 28 Bühnen. Wir sind gespannt. Viel Spaß. Ich mache eine Liegestütz-Challenge, sorry. Muss. 3, 2, 1. Scheiße, ich hab's wieder gedrückt. Ich habe eben zu Sebastian gesagt, ich muss noch ganz kurz in den VIP-Raum, nur mal die Lage checken. Ich wusste, was mich erwartet. Wäre natürlich krass morgen. Freunde, mein Arbeitsplatz für morgen. Ich übe schon mal. So, Freunde, einen wunderschönen guten Morgen. Tag 2 auf dem Founder Summit. Es fühlt sich an, als wäre ich der Erste hier. Technik-Check. Vom Team ist natürlich schon jemand da. Und jetzt ist auch gleich der Ton da. Aber wir wollen nichts verraten. Achterlano. Jesus. Den haben wir noch drauf, ne? Der ist massiv. Massiv. Junge, wie schön. Ich Ach was, die lassen sich immer was einfallen, oder? Ist es nicht geil? Heute gewinne ich die Kreuzfahrt mit Felix Jönnissen. Einmal Kreuzfahrt bitte. Was? Hab's? Hab's? Hast du einen Hubbel gewonnen?
Ja, ich sag. Ein Rubbel los hast du gewonnen. Echt jetzt? Guck mal hier, was haben wir denn auf dem Stand von Copecard gefunden? Hallo? So, Freunde, noch etwa 15 Minuten bis zum Vortrag und ich habe gerade gesehen, wie viele Leute vor der Tür stehen. Also, immer wenn ich nervös werde, merke ich es nicht am Körper selbst, indem ich zitter, also ich bin mega entspannt. Ich merke es immer nur daran, dass ich aufs Klo muss. Und ich war eben gerade, habe meinen Nervositätsschiss bereits abgehalten, erfolgreich gemeistert. Und jetzt geht's. So, Freunde, ich bin wieder zurück im Lab. Bequemer Hoodie ist wieder an. Kurzes Recap zum Founder Summit. Wieder einmal ein sehr, sehr geiles Event. Rappelvoll, viel los, tolle Menschen. Meine Mission war es ja auch, so ein bisschen das Thema Communities unter die Leute zu bringen. Zumindest war das auch Thema meines Vortrags. Und danach noch viele Gespräche geführt und so weiter. Also sehr, sehr spannend. Die Entrepreneur University hat jetzt auch eine Community gegründet auf School. Also man sieht, da bewegt sich etwas. Und ja, es sieht wohl danach aus, dass ich da ein ganz gutes Händchen hatte. Letzten Jahres Juli, wo ich meine erste Community gegründet habe. Ich halte euch weiter auf dem Laufenden. Das war der Einblick vom Founder Summit. Und schauen wir mal, ob wir nächstes Jahr wieder mit dabei sind. In diesem Sinne, danke, dass du mit dabei warst. Wenn dir noch irgendwie was einfällt, wenn du Fragen hast, gerne hier in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder.